Es geht um Krankenhäuser gegen die Klimakrise. Im Moment sind sie auch eine Ursache der Klimakrise, komme ich gleich dazu. Unter dem Versuch eines griffigen Titels Zero Emission Hospitals. Das Ganze sozusagen aus einer Doppelfunktion heraus, bin einerseits Mitglied bei Klug und andererseits als Oberarzt an der Universitätsklinik mit dem großen Fundus einer technischen Universität im Hintergrund. Ich werde jetzt relativ schnell ein paar Folien durchgehen, die letztendlich gedacht sind, dazu für diese Diskussion Material und Argumente zu liefern. Das ist inhaltlich sicher dem allergrößten Teil oder allen von Ihnen bekannt. Das ist eine Folie letztendlich, um zu zeigen, wie dramatisch der Anstieg der Temperatur ist in dem jüngsten Zeitraum, wenn man ihn in Relation setzt zu den letzten 25.000, 24.000 Jahren. Ich habe die Folie vom Reinhard Koppenleitner bekommen, als ich das gesehen habe und letztendlich diesen steilen Anstieg am Ende, das ist keine 6 Wochen her, war ich beeindruckt, weil man das anders kaum in dieser Klarheit präsentieren kann. Zumindest ist es einfach, es so darzustellen. Das sind die 20 wärmsten gemessenen Jahre, das ist auch vom Harald Lesch eine Folie, die immer wieder bemüht wird. Wir sehen, die heißesten Jahre waren in den letzten 5 Jahren. Ist auch grafisch hinterlegt. Dann geht es immer wieder um die Kippelemente. Das heißt, auch wenn wir jetzt glauben, wenn wir so weitermachen, auf 3 bis 5 Grad zuzusteuern, dann wissen wir letztendlich nicht genau, wo wir da genau landen, weil keiner genau vorhersehen kann, zu welchem Zeitpunkt welche Kippelemente welche Effekte auslösen. Eindrucksvoll ist der Ressourcenverbrauch bezogen auf die Ressourcen, die unser Planet zur Verfügung stellt. Es geht um den sogenannten Country Overshoot Day. Da gibt es auch eine Webseite, die das immer wieder anpasst. Ich halte das für sinnvoll, das auch in Deutschland in dieser Diskussion immer wieder zu bemühen. Wir haben am 3. Mai eines Jahres die Ressourcen verbraucht, die unser Land, Deutschland, im Jahr zur Verfügung stellen. Das einzige Land, die aus dieser Perspektive nachhaltig leben und ihr Budget nicht überziehen, ist Moldawien. Ich war da nie, ich weiß nicht, wie die leben, aber es ist sicherlich reduziert im Vergleich zu uns. Wenn man es global sieht, ist im Moment der 1. August dieser Tag. Das heißt, wir verbrauchen global gesehen 1,5 Mal so viel Ressourcen, wie der Planet Erde zur Verfügung stellt. Und in Bezug auf die Gerechtigkeit, auf den Aspekt Gerechtigkeit, findet dieser Verbrauch natürlich zum größten Teil in der ersten Welt statt. Das heißt, unterm Strich, aus medizinischer Sicht, Klimawandel ist ein medizinischer Notfall. Er ist aus meiner Sicht auch ein größerer Notfall, als die Corona-Krise im Moment ist. Auch wenn sich das jetzt natürlich in dieser Dynamik viel bedrohlicher anfühlt. Das heißt, es geht an einer Stelle in dieser Diskussion auch darum, wie kriegen wir die Ärzte in die Pflicht. Das sind die wesentlichen Akteure im Thema Zero Emission Hospital, nicht die einzigen, aber es sind wesentliche Akteure. Und dafür brauchen wir eine Argumentationskette. Und deswegen ist es wichtig, wenn die großen englischsprachigen Journals das auch prominent platzieren, haben alle großen geschafft, außer die Deutschsprachigen, die sind dann noch nicht ganz so klar in ihrer Positionierung und vor allem nicht in der Rolle der Ärzte. Das bedeutet, zukünftig werden mutmaßlich viele Millionen, vielleicht sind es aber auch Milliarden, das wissen wir nicht so genau, wie warm es wird, ob ein direkter und indirekter Folgen des Klimawandels, das ist auch allen klar, die hier versammelt sind. Aber das bedeutet auch, dass es sowohl von jedem einzelnen Mediziner in meiner Sicht, aber auch von der Institution, in der sie jeweils arbeiten, eine Verantwortung gibt zur Prävention und zur Vorbereitung auf die Folgen. Man kann unterstützend noch die die UN hat Ziele festgelegt für eine nachhaltige Entwicklung. Das sind 17 Stück, die 17 SDGs, so ist es zusammen
gefasst und kurz und griffig formuliert. Ein paar davon treffen sicherlich auch auf die Krankenhäuser zu. Zunächst ist in der Berufsordnung des 121. Deutschen Ärztetages festgelegt an einer Stelle, dass es die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist, an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Das ist eine ganz klare Positionierung, zumindest in dieser Berufsordnung. Auf der Suche nach einer griffigen ethischen Begründung wird man innerhalb des deutschen Sprachraums nicht so schnell fündig. Im angelsächsischen Bereich wird es leichter fallen. Wenn man zurückgeht zu den 17 SDGs, gibt es einige, die in unserem Sektor bemüht werden können. Wir haben, es geht um gute Gesundheit und Wohlergehen, das ist sowieso klar. Das ist das Kerngeschäft, der Medizin. Aber wir haben, so wie wir wirtschaften im Krankenhaus, auch eine Verantwortung für sauberes Wasser und den Sanitärbereich. Sanitärbereich bedeutet, bei mir steht meine Internetverbindung instabil, vielleicht haben es alle gesehen, ich brauche ein Signal. Sanitärbereich bedeutet, wie gehen wir mit den Abwässern um? Clean Water bedeutet, wie gehen wir auch mit unseren pharmakologischen Abfällen um? Es landet im Moment definitiv zu viel im Abwasser und im Grundwasser. Das Ziel Nummer 7 heißt, wir brauchen saubere Energie, die sich jeder leisten kann. Wir sind Großverbraucher als Krankenhäuser. Die Frage ist, was für eine Energie kaufen wir ein? Ich weiß von uns, dass wir regenerativ produzierte Energien beziehen. Die Bayerische Regierung schließt für alle Universitätskliniker ein gemeinsames Paket ab. Aber wir wissen nicht, was davon tatsächlich wo produziert wird. Und letztendlich ziehen wir es trotzdem ab aus dem allgemeinen Strommix, wo noch reichlich Kohle mit verstromt wird in Deutschland. Auf der rechten Seite ist eine 11, die kann ich nicht sehen, weil da die Videos sind. Ich weiß nicht genau, was da steht. Ich lasse das überspringen, das ist sicherlich nicht schlimm. Ich komme gleich zu 12. Verantwortlicher Konsum und verantwortliche Produktion. Das ist ein entscheidendes Thema, auch ein entscheidender Hebel an der Stelle, weil wir einen Großteil des CO2-Fußabdrucks über die Wertschöpfungskette der von uns eingesetzten Produkte steuern können. Das heißt, wenn wir es schaffen, da Nachhaltigkeitskriterien zu implementieren im Einkauf, dann entwickelt es eine große Wirkung. Mir ist natürlich gleichzeitig klar, kommt später nochmal drauf, dass es extrem schwer ist. Climate Action ist klar. Im Rechts der Isar könnte ein Beitrag sein, dass wir Photovoltaik kriegen. Das Photovoltaik ist relativ einfach an der Stelle, weil das finanziell einfach ist in der Kalkulation. Die Energie wird komplett selbst verbraucht, man muss nichts einspeisen. Dadurch ist es rentabel. Die Frage ist, wer macht die Finanzierung? Ein Beispiel für Climate Action. Life on Land, das ist ein bisschen weicher an der Stelle, aber es geht letztendlich auch darum, wie man Krankenhäuser in ein Stadtbild integriert und ob man da eben auch, soweit es geht, die natürlichen Lebensräume eben erhält, anstatt so, wie wir in München sagen, den Toaster von Großhadern hinzubauen, der sicherlich sich da schlecht einfügt. Wichtiges Argument ist der Report des Lenze Countdown, der quantifiziert auch, soweit es möglich ist, den CO2-Fußabdruck des Gesundheitswesens. Wesentliche Leistung von Martin Herrmann in meinen Augen, von Klug, war im Herbst, dass sie es geschafft haben, verschiedene national anerkannte Akteure an einen Tisch zu bringen, um eine in der Bundespressekonferenz im November vorgestellte politische Empfehlung für Deutschland zu platzieren und zu veröffentlichen. Da war immerhin auch die Bundesärztekammer mit Autor. Da gibt es drei Kernbotschaften, von denen zwei an der Stelle relevant sind. Es ist notwendig,
sich vorzubereiten auf das, was auf uns zukommt. Das heißt, wir brauchen Hitzeaktionspläne und es hat auch Auswirkungen darauf, wie wir Krankenhäuser gestalten und bauen, wenn wir noch in die Gelegenheit kommen, welche zu bauen. Es hat auch Auswirkungen darauf, wie wir uns medizinisch ausrichten auf eine veränderte Inzidenz von hitzeassoziierten und temperaturassoziierten Krankheiten. Das hat die ganze mikrobiologische Seite, aber das hat schlicht und einfach auch den Aspekt der Dehydratation. Die zweite wesentliche Kernbotschaft ist, dass der CO2-Fußabdruck im deutschen Gesundheitssektor, das hat Martin Herrmann schon zur Einleitung nochmal wiederholt, einen enormen Anteil, 5% der nationalen Treibhausgasemissionen ausmacht. Das heißt, dass wir Mediziner als Entscheidungsträger die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in Angriff nehmen müssen, weil das steigende CO2 ein wesentlicher Grund ist für den Klimawandel. Das ist ganz banal. Und weil wir uns vorbereiten müssen darauf, müssen wir alles Erdenkliche unternehmen. Es ist so in meinen Augen unsere ethische Pflicht, den CO2-Fußabdruck zu senken. Zweites wichtiges Argument. Wir sind in Deutschland verglichen im europäischen Durchschnitt, das ist jetzt sozusagen die Grafik aus dem Lancet Countdown 2019, überdurchschnittlich aufgestellt. Das ist wenig verwunderlich. Im Moment glaube ich, dass wir von dieser Situation profitieren, weil wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben, als sie an anderer Stelle zur Verfügung stehen. Wenn man das systematisch versucht runterzubrechen, ist in meinen Augen ein Problem wesentlich. Wir Mediziner reden viel über die Folgen des Klimawandels. Wir reden darüber, was das für unsere ärztliche Tätigkeit bedeutet und wie wir uns vorbereiten müssen auf die Folgen. Wir sprechen viel zu wenig über die Ursachen des Klimawandels und damit über das Thema Prävention. Welchen Beitrag haben wir, müssen wir leisten, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Das bezieht sich auf den Krankenhaussektor, klar, es bezieht sich aber auch auf die Gesundheitsbetriebe im weiteren Sinn, auch da sind wir ganz schnell beim Thema Divestment, Pensionskassen der Ärzte oder private Krankenversicherung. Es bezieht sich aber auch darauf, mit welcher Verantwortung jeder von uns Medizinern durch das private Leben, sein eigenes Privatleben ausrichtet. So, also was brauchen wir? Wir brauchen ein emissionsfreies Krankenhaus. Das ist natürlich jetzt geschert, emissionsfrei ins Krankenhaus. Das habe ich aber tatsächlich selbst fotografiert. Die sind am Aetna runtergerast und deswegen ist das auch so skurril von den Farben, weil das sozusagen die schwarze Lavaerde ist in diesen Birkenwäldern. Nochmal. Also ein erster Versuch, jetzt sozusagen aufzuschlüsseln, wo kommen die Emissionen her. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil sie auch die Möglichkeit geben, die Angriffspunkte systematisch anzugehen. Healthcare Without Harm unternimmt eine Dreiteilung, die sagen, 17% entstehen direkt, zum Beispiel auch durch die Krankenwägen, die ihren Diesel verbrennen. Ein Teil entsteht indirekt durch den Strom, die Kälte, die wir brauchen, den Dampf, den wir brauchen, die Wärme, die wir brauchen. Und ein großer Teil, nämlich über 70%, entstehen indirekt durch die Wertschöpfungskette. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass wenn man das alles zusammennimmt, mehr als die Hälfte entsteht aufgrund fossiler Energie. Das heißt, dass das nach wie vor politisch ein wichtiger Angriffspunkt darstellt. 75% entstehen im eigenen Land, 25% entstehen aufgrund der Wertschöpfungskette auch außerhalb unseres Landes. Wir importieren jetzt zum Beispiel die ganzen FFP2-Masken aus China, die sie jetzt nicht mehr brauchen oder glauben nicht zu brauchen. Ein weiterer Ansatz
das zu unterteilen ist, wenn wir die Emissionen unterteilen in direkt und indirekt und spezifisch und unspezifisch. Direkte Emissionen sind direkt in unserem Zugriff und indirekte beziehen sich eher auf die Wertschöpfungskette. Unspezifisch heißt, dass die Emissionen in dieser Art auch in Sektoren außerhalb der Krankenhauslandschaft entstehen. Spezifisch heißt, dass es krankenhausspezifische Emissionen sind. Spezifisch direkt könnte sein Desfluran zum Beispiel. Wenn ich Desfluran nicht mehr einsetze, dann habe ich einen direkten Effekt. Und der ist natürlich hochspezifisch, weil Desfluran keiner einsetzt außer Anästhesisten im Krankenhaus. Unspezifisch indirekt, um auf der schräg unten zu sein, könnte sein, wie beziehen wir unsere Energie. Wir haben, komme ich auch nochmal gleich in quantitativen Zahlen, die Möglichkeit natürlich regenerativ Energien, erzeugte Energien einzukaufen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, sie eventuell direkt hier zu erzeugen. Das heißt, auf der rechten Seite müssen wir spezifisches Krankenhauswissen anwenden und zum Teil, vielleicht sogar zum großen Teil, noch erarbeiten, um an der Stelle Emissionen zu senken. Auf der linken Seite können wir den Zugriff auf Information erweitern. Da müssen wir nicht nur in der Krankenhauslandschaft nach Experten suchen, da kann man auch in die Industrie schauen oder in den Dienstleistungssektor. Da wird es Experten geben, die uns voraus sind. Eine weitere Möglichkeit, es runterzubrechen, ist, indem wir inhaltliche Überschriften finden für die verschiedenen Themen. Das ist auch wichtig, weil wir dadurch die einzelnen Adressaten im Krankenhaus definieren. Mobilität ist wichtig, weil wir über das Krankenhaus Anreize setzen können, dass die Mitarbeiter auf dem Fahrrad hierher kommen, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Wir haben es noch nicht geschafft, dass wir hier Parkgebühren einführen. Wir haben 1000 Parkplätze ungefähr oder 500, ist doch völlig wurscht. Wir haben 2000 Parkkarten vergeben, aber wir verlangen im Moment kein Geld. Das wäre für mich oder ist ein Weg, den wir auch schon mit dem Personalrat diskutiert haben. Wir verlangen Geld und setzen das Geld aber wieder um, zum Beispiel in eine Subvention des öffentlichen Nahverkehrs in Form der Jobtickets in München. Ernährung, auch fürchterlich zäh. Ich glaube, dass in vielen Krankenhäusern die Ernährung qualitativ schlecht ist wie sonst kaum. Das muss man erstmal vertreten im Hinblick auf die Patienten. Wir haben einen kleinen Erfolg, der jetzt nicht uns zuzuschreiben ist, aber wir haben jetzt zumindest mal eine regionale Woche, wo regional gekocht wird. Wir haben auch mittlerweile nur noch ein Fleischessen statt vorher zwei, bei insgesamt drei Gerichten. Die regionale Woche bedeutet allerdings auch, muss man wissen, bevor man da hingeht, dass nur noch regionale Gewürze verwendet werden und das sind unter Umständen nicht viele. Im Einkauf als riesige Baustelle hat dieser Termin nicht stattgefunden mit unserem Chef des Einkaufs. Aber der Punkt wird sein, Kriterien zu definieren für nachhaltigen Einkauf. Der erste Schritt ist, Kriterien zu definieren, die nicht erzwingen, dass man auf das teurere Produkt zurückgreift, sondern lediglich ein Nachhaltigkeitskriterium mit berücksichtigen. Der nächste Schritt ist, dass wir die Kriterien so anpassen, dass man im Zweifelsfall mehr Geld in die Hand nehmen muss. Das ist aber gleichzeitig auch eine politische Diskussion, die überhaupt noch nicht geführt worden ist und die dann beginnen muss. Apotheke ist ein Punkt. Wir haben die Apotheke auch noch nicht mit im Boot, mangels Ressourcen tatsächlich im Moment. Die Frage ist, wo kaufen die ihre Medikamente ein? Und kann es gelingen, zukünftig auch einen CO2-Fußabdruck sozusagen abzubilden beim Einkauf der Medikamente beziehungsweise in irgendeiner Form den einzupreisen? Abfallwirtschaft ist ein großes Thema. Jedes kleine Kind im Kindergarten lernt bei uns Müll zu trennen. Energieversorgung habe ich erwähnt.
Kontakt mit Green City, um letztendlich alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die für die, die finanzieren, auch einen eigenen Gewinn darstellen können, sodass das Rechts der ISA kein eigenes Geld, das Klinikum, der Einrichtung, kein eigenes Geld in die Hand nehmen muss. Für unsere Kalkulation hier haben wir letztendlich sogar mit einer Kostenersparnis gerechnet, sofern wir eine 100%ige Fremdfinanzierung erreichen. Da gibt es ein paar Fallstricke, was die Ausschreibung betrifft und ob man Dienstleistungen ausschreibt, die wir gerade dabei sind zu lösen, beziehungsweise deren Lösung sich gerade verzögert aufgrund von Corona. Bauwesen ist ein großes Thema, komme ich gleich nochmal dazu, gibt es ein paar Folien noch. Und letztendlich ganz wichtig ist die Unternehmenskommunikation. Es wird ohne den Vorstand nicht, ja, oder nur sehr schwer gehen und es wird sehr viel reibungsreicher ablaufen. Ich glaube, dass es mit entscheidend ist, den Vorstand mit, es ist mit entscheidend, den Vorstand mit einzubinden und dementsprechend dann auch Einfluss nehmen zu können, wie innerhalb des Betriebs über dieses Thema gesprochen wird. Was die Krankenhäuser betrifft, es ist jetzt beileibe nicht vollständig. Es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die eine Rolle spielen. Wenn wir überlegen, ein neues Krankenhaus zu bauen, dann müssen wir uns überlegen, wo bauen wir das hin? Das ist relativ banal. Aber das sind die Vorhersagen auf der Folie für eine Meeresspiegelerhöhung von 3 Meter, die wir, wenn es so weitergeht, ziemlich sicher erreichen in diesem Jahrhundert. Das heißt, es gibt die blauen Stellen im unteren Bild sind die, wo man es nicht hinbauen darf, weil es nämlich dann überschwemmt wird. Und zwar immer oder dauerhaft. Links ist der zweite Aspekt, der wichtig ist. Es wird nicht nur heißer, es entstehen auch mehr Rekordhitzen. Das heißt, es wird im Mittel heißer und die Varianz nimmt zu. Das muss ein Gebäude aushalten. Man muss sich nicht nur vorbereiten auf die Folgen in Bezug auf die Medizin, auch baulich müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Das heißt, kann man überschreiben mit dem Thema Resilienz. Wir brauchen eine Klimaresilienz gegen extreme Wetterereignisse, Wind, Wasser, Feuer und Hitze. Wir müssen bauen und uns vorher vorbereiten auf das, was zukünftig normales Wetter ist. Wir müssen uns unsere Abhängigkeit von externen Versorgern, wo es immer geht, zu reduzieren, damit wir uns leichter tun, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und, habe ich vorhin schon mal angesprochen, wir müssen auf ein verändertes Krankheitsspektrum vorbereitet sein in Bezug auf mikrobiologische Fragestellungen, genauso wie eben Folgen einer Erwärmung selber. Zweites großes Thema ist Energie, den dargestellten Energieverbrauch. Der verteilt sich auf die Punkte, die dort angegeben sind in der Folie. Jeder einzelne kann angeguckt werden. Wir haben unter unseren Teilnehmern auch den Florian Lesch, habe ich gesehen. Der Florian Lesch war auch drauf und dran, bei uns im Rechts der ISA zu lernen, wie die Energie verbraucht wird und letztendlich aus seiner Expertise heraus die Energiekreisläufe, die Energieflüsse besser zu verstehen, um letztendlich dann daraus das Wissen zu generieren, wie man das sinnvoll anders gestalten kann. Es ist die Frage, ob man das beim bestehenden Krankenhaus, wie hoch der Aufwand ist es, um das zu verändern im Vergleich zu einem Neubau. Zur Einschätzung des Größenverbrauchs, das, was wir im Rechts der ISA verbrauchen, entspricht 1,5 Tagen eines durchschnittlichen Atomkraftwerks an Energieerzeugung. Das heißt, das Ziel muss sein, emissionsfrei zu werden. Das heißt, wir brauchen eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs. Gleichzeitig kann man natürlich Einfluss nehmen auf die Benutzer. Wir haben nachts Aufwachräume, die leer sind, wo 9 Patientenmonitore laufen. Das ist überhaupt keine Frage. Es fühlt sich keiner dafür zuständig, die auszuschalten. Das heißt, es braucht auch da eine Verhaltensänderung und eventuell eine Honorierung. Das ist in meinen Augen ein Punkt für die Unternehmenskultur und sicherlich dann auch für die Unternehmenskommunikation.
Erneuerbare Energien ist ein wichtiges Thema, habe ich vorhin gesagt. Photovoltaik ist ein Punkt. Wenn wir die Flächen zur Verfügung haben, kann man einen Großteil der Photovoltaik kostengünstig oder sogar unter reduzierten Kosten selbst verbrauchen. Mobilität summiert sich in meinen Augen darunter. Man kann für Tankstellen sorgen, sodass man Elektroautos laden kann. Wesentlich ist aber in meinen Augen, dass man vermittelt, dass der ÖPNV eine zentrale Rolle spielt. Solange die Chefärzte mit der S-Klasse auf den Hof rollen, gibt es ein Problem in der Unternehmenskommunikation. Letztendlich, letzter Punkt an der Stelle, kann man auch die Prozesse vereinfachen. Wenn wir viele Wege haben, um im Krankenhaus bestimmte Ergebnisse zu erzielen, dann macht es auch Sinn, diese Prozesse zu hinterfragen aus Sicht der eingesetzten Energie, weil auch hier mit Sicherheit Verbesserungspotenzial ist. So, jetzt wollen wir ein neues Krankenhaus. Die Frage ist, was baue ich? Es war die Überlegung, hier Photovoltaik, setzen wir das auf den Hof, überdachen wir die Autos? Nee, das geht nicht, wir bauen vielleicht ein neues Haus. Wir müssen vielleicht ein neues Krankenhaus bauen. So, die Frage, die sich hier stellt, ist, aus welchem Material bauen wir das neue Haus? Im ersten Schritt erscheint es unmöglich, ein Krankenhaus aus Holz zu bauen. Wenn man sich anfängt, ein bisschen einzulesen, gucken, was machen die anderen, dann merkt man, ja, das ist nicht unmöglich. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt sogar große Schwierigkeiten. Es ist Frage der Finanzierung, es gibt die hygienische Fragestellung, was mache ich mit Holzoberflächen. Aber, und das ist die wichtigste Botschaft, die Leute sind plötzlich offen dafür und haben Interesse, über sowas nachzudenken. Das war vor einem halben Jahr oder einem Jahr, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen. Die rechte Seite der Folie dient dazu, die Frage zu an, wo kommt das Holz her? Wenn ich so ein Haus wie auf der linken Seite baue, wo kommt das Holz her? Und das ist der Ebersberger Forst, der große grüne Fleck auf der rechten Seite. Und es ist sozusagen in diesem Rahmen sinnvoll, nicht auf Beton zurückzugreifen mit einem extremen Wasserverbrauch und einem hohen CO2-Produktion oder Ausstoß, sondern auf regional erzeugte Baumaterialien. Holzbau ist die Konsequenz, regionale Erzeugung, Wiederverwertbarkeit und Wiederverwertung des Materials. Wenn ich es abreißen muss und ich habe nur Produkte, die ich nicht wiederverwerten kann, dann ist es schlecht. Man kann es auch so bauen, dass man einen höheren Anteil wiederverwerten kann, auch in der Hybridbauweise. Das Zweite, was wichtig ist an der Stelle, dass man einen flexiblen Bau schafft, sodass die Funktionalitäten variabel sind. Wenn ich Räume versetzen kann im Kern, kann ich den Bau auch über einen längeren Zeitraum an andere oder sich verändernde Bedürfnisse anpassen. Das kann man durchaus berücksichtigen bei der Konzeptionierung. Ernährung und Mobilität. Wir haben, ich habe das vorhin erwähnt, eine Woche, wo wir regional essen. Wir versuchen in Hermannsdorf mit einer Familie regional zu essen. Das ist die linke Seite. Wir haben einen Jäger und das Fahrrad, das Reh, das ist da rumgelaufen, das hole ich mit dem Fahrrad. Das ist natürlich jetzt nicht abbildbar für das Klinikum rechts der Isar, das ist klar. Aber man kann versuchen, auf Strukturen hinzuarbeiten, die am Ende darin resultieren, dass wir hier im Krankenhaus zurückfinden zu einer regional, saisonal ausgerichteten Küche. Wir brauchen nicht Fleisch 4 Tage die Woche, wir brauchen es auch nicht 2 Tage die Woche. Es würde auch einmal pro Woche reichen. Mir ist sehr klar, dass wir da an Gewohnheiten, dass es mit Gewohnheitsveränderungen einhergehen muss. Und es betrifft nicht nur die in der Küche zubereiten und verantwortlich sind, die Köche, sondern es betrifft auch die Patienten. Das ist ein Prozess, der lange dauern wird und der zäh ist. Mobilität heißt, dass man neue Wege geht und nicht wie Herr Merz auf der rechten Seite mit seinem Privatflugzeug von BlackRock finanziert vielleicht, sondern neue Wege gehen heißt auch, dass man über Gewohnheiten nachdenkt. In einer Nachbarschaft hat sich einer gestern gesehen, ein alten, kleines, bleibetriebenes Elektroauto zugelegt, was er selber wieder aufgerüstet hat. Das ist mit Sicherheit kein Grüner, aber es ist jemand, der aus Vernunft sich eine Alternative überlegt zu dem, was üblich ist.
Ich hoffe auch, dass Corona uns helfen wird, sozusagen schneller festgefahrene Strukturen nochmal zu hinterfragen, weil wir jetzt sehen, wie schnell wir in der Lage sind, diese Strukturen zu verändern, wenn wir müssen. Ergebnis auch ist, einer reduzierten Mobilität ist, dass wir uns Alternativen suchen, um uns auszutauschen. Deswegen das Webinar heute. Ein Ergebnis direkt und wahrscheinlich unterm Strich sicherlich CO2-sparender, als wir hätten uns an einer Stelle persönlich getroffen. Klimawandel kostet Geld. Das war die Folie, mit der ich geschlossen habe auf dem Kongress in Berlin bei den Architekten. Die wichtige Botschaft ist, billiger als jetzt wird er nie mehr zu haben sein. Das ist klar, das ist auch, sind sich auch eigentlich alle einig. Was hängen geblieben ist leider, ist Klimawandel kostet Geld. Und wenn Klimawandel kostet Geld hängen bleibt, dann ist sofort klar, das geht nicht, weil es kostet nämlich Geld. Vor Corona hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass die Finanzierung möglich ist, weil das Thema Divestment auch an Fahrt aufnimmt und weil viele Einrichtungen, Institutionen, Pensionskassen, vielleicht auch irgendwann Krankenkassen, private Krankenkassen, Möglichkeiten suchen, Geld nachhaltiger anzulegen. Der Markt ist nicht unendlich groß dafür. Und deswegen war ich bis Corona optimistisch, dass dieses Geld mobilisiert werden kann für diese Projekte. Jetzt werden die Karten neu gemischt, es wird Geld, viel Geld vernichtet. Das werden wir sehen, wie wir das bewerten in vier oder acht Wochen. Wenn wir im Krankenhaus verschiedene Maßnahmen identifizieren, die wir angehen können, das ist ein weiteres Instrument nochmal, um das vernünftig zu priorisieren, kann man auf der einen Seite den Aufwand auftragen, niedriger Aufwand, hoher Auftrag, und auf der linken Seite versucht man sozusagen den Benefit darzustellen. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, den niedrigen Aufwand, den großen Gewinn als erstes anzugehen, weil wir mit wenig Aufwand den höchsten Effekt haben. Eine Priorisierung wird nicht endgültig sein im ersten Schritt, aber hilft, die richtigen Akzente zu setzen. Photovoltaik, würde ich sagen, ist zwischen Priorität 1 und Priorität 2 angesiedelt. Nachhaltigkeitskriterien zu verankern im Einkauf wäre für mich ein Big Win. Wir brauchen die Politik dazu, wir brauchen möglicherweise sogar grundlegend andere Finanzierung des Gesundheitssystems, um sowas umzusetzen. Wenn ich für ein bestimmtes Medikament oder für ein bestimmtes Produkt mehr zahlen muss als vorher, muss ich gute Argumente haben, warum das so sein soll oder so sein wird. Es wird mehr Zeit brauchen. Und letztendlich haben wir auch die Null-Emissionen, sozusagen den Steinweg, wo wir viel Aufwand treiben und relativ wenig Effekt haben. Das ist im Moment, würde ich die Diskussion Mehrweg gegen Einwegprodukte ein bisschen in diese Richtung an der Stelle verankern, weil wir nicht so ganz klar wissen, ob wir an der Stelle CO2 letztendlich einsparen, weil einfach da die Evidenz oder die Datengrundlage relativ schlecht ist. Dazu kommt, dass wir einen hohen Aufwand betreiben im Moment, um überhaupt den Steril, der an der Stelle maßgeblich ist für die Wiederaufbereitung, haben, personell zu besetzen. Wir haben eine hohe Fluktuation, eine hohe Krankheitsrate. Das heißt, selbst wenn wir wollten, wieder verwertbare Produkte einzusetzen, könnten wir nicht, weil wir im Moment das Personal dafür nicht haben. Das ist meine letzte Folie. Anknüpfend an das Kernthema auch von Zero Emission Hospital, das mich, wie bringen wir diesen Transformationsprozess in Gang? Wie halten wir ihn dann laufen? Wie können wir neue Impulse setzen? Das erste und wichtigste ist in meinen Augen die Vorstellung, die Führung einbinden. Vor einem halben Jahr hätte ich mich nicht gewundert, wenn sie die Türen zuschlagen. Heute würde ich das Gegenteil behaupten. Ich würde mich wundern, wenn sie die Türen zuschlagen. Jetzt heute, ich klammer jetzt Corona aus, aber vor 4 Wochen
hätten sie die Türen nicht zugeschlagen, weil das Thema mit sehr viel Schwung jetzt kommt, sich entwickelt hat und sie letztendlich nicht mehr die sein können, die das Thema einfach grundlos negieren. Das heißt, das ist die eine wichtige Botschaft, sie kommen nicht aus. Das Zweite, was extrem wichtig ist, wenn man anfängt, ist, man muss sich Verbündete suchen. Ich war verloren mit meinem Investment-Thema hier vor Ort, weil ich nicht wusste, wo die anderen sitzen. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt, Health for Future war eine Kernerfahrung, weil plötzlich ist ein Netzwerk aufgegangen. Da ist der sehr Hilfreiche dabei, ist ein anderer weniger hilfreich. Das Wichtige ist, dass man weiß, man ist nicht alleine und dieses Netzwerk ist letztendlich die Grundlage dafür, auch sich die Arbeit zu teilen und an den richtigen Punkten, anzusetzen. Argumente braucht man. Gut, ich habe versucht, ein paar zu bringen. Kennen Sie alle schon. Argumente gibt es wie Sand am Meer. Ich glaube, dafür brauchen wir wenig Rechtfertigung. Ein bisschen schwieriger ist es, die Diskussion zu bestreiten über den Kostendruck im Gesundheitswesen. Aber darauf bin ich an einer oder anderen Stelle eingegangen. Wir brauchen letztendlich eine breit aufgestellte politische Diskussion und die Bereitschaft, auch über die grundsätzliche Finanzierung zu diskutieren. Es werden Türen aufgehen. Die gehen nicht ganz weit auf. Man wird niemanden mit offenen Armen empfangen, weil das Verhaltensänderungen letztendlich erzwingt, wenn wir da auf einen grünen Zweig kommen wollen oder auf einen grüneren Zweig kommen wollen. Jede geöffnete Tür bedeutet auch für den, der sie aufmacht, die Erkenntnis, dass er ein Verbesserungspotenzial hat. Das heißt, sie gehen oft nicht ganz aus, aber sie gehen ein bisschen auf und es macht Sinn, den Fuß reinzuklemmen. Auch wenn man erstmal nur ein kleines Ziel erreicht, ist es wichtig, sozusagen dieses Gespräch nicht abreißen zu lassen, weil man im nächsten Schritt weitere Ziele setzen kann. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Es geht um das Agenda-Setting. Es wird immer so sein, dass die Ziele zu ambitioniert gesteckt werden. Das ist auch, glaube ich, gut so. Ich glaube, dass das richtig so ist. Man sollte dann nur auch nicht so eitel sein, keine Rückzugsgefechte zu führen. Ich glaube, es ist genau so ambitioniert, die Ziele zu setzen und dann zurück zu verhandeln, mit dem Ziel im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank an alle.